Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde mich zu vier Themen äußern. Sie können natürlich auch zu anderen Themen Nachfragen stellen. Erstens zum Parteitag der Grünen, zweitens zur aktuellen Situation Griechenland und das neue Sparpaket, drittens zur Diskussion um Steuersenkung, Verwendung von Steuermehreinnahmen und viertens zur Frage Partei Die Linke. Verschiedene Aktivitäten am Wochenende, Kreisvorsitzung, Konferenz in Hannover insbesondere. Erstens zum Parteitag der Grünen. Die Grünen haben einem Kompromiss zugestimmt, den sie im Detail nicht kennen. Das ist grob fahrlässig von Ihnen. Sie haben mit dem Beschluss auf dem Parteitag ihre grüne Seele verkauft. Sie haben mit dem Beschluss, dem schwarz-gelben Kompromiss zuzustimmen, zum Ausdruck gebracht, dass es Ihnen vor allen Dingen um eines geht: Koalitionsfähigkeit auch mit der CDU/CSU. Ich kann nur sagen, grüne Wählerinnen und Wähler, die bisher für einen sozialen Atomausstieg sich eingesetzt haben, für einen schnellen Atomausstieg, für einen unumkehrbaren, die haben eine neue Adresse, nämlich die Partei Die Linke. Wir haben nämlich den Eindruck, dass die Gesetze so gestrickt sind, dass sich die Atomkonzerne den Ausstieg vergolden lassen können. Darum haben wir auch als Linke die Forderung erhoben, den Atomausstieg im Grundgesetz festzuschreiben, damit es möglich ist, den Entschädigungsklagen der Konzerne einen Riegel vorzuschieben. Zweiter Punkt zum Thema Griechenland. Das griechische Parlament soll heute nun unter Druck Deutschlands und der EU ein ökonomisch unsinniges Sparpaket beschließen. Wir haben ja seit einem Jahr die Möglichkeit, die Entwicklung der Situation in Griechenland zu beobachten. Durch die Auflagen von IWF und der EU hat sich die Situation in Griechenland nicht verbessert, sondern dramatisch verschlechtert. Die Wirtschaft geht zurück. Es gab viele Entlassungen im öffentlichen Dienst und die Stimmung ist angeheizt. Klar ist, das ist ja auch in vielen Diskussionen immer wieder betont worden, man kann gerade in so einer Krise nicht noch einen Sparzwang auferlegen, dann wird die Situation weiterhin verschärft. In den letzten Wochen ist ja viel über die Beteiligung von privaten Gläubigern diskutiert worden. Es ist von Finanzminister Schäuble ja verlangt worden, private Gläubiger wirklich zu beteiligen. Das ist dann immer wieder abgeschwächt worden. Jetzt ist nur noch von einer freiwilligen Beteiligung die Rede und alle Erfahrungen mit Freiwilligkeit besagen, dass sich weder die Banken noch die Wirtschaft an solche Freiwilligkeitserklärungen halten. Wir als Linke fordern von der Bundesregierung einen Kurswechsel. Wir können nicht akzeptieren, dass die Finanzkrise weiter auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen wird. Und darum verlangen wir auch, dass endlich die Finanztransaktionssteuer eingeführt wird, damit nicht weiter alle Lasten auf die Steuerzahler verteilt werden. Dritter Punkt, die Diskussion um Steuersenkungen, die von der FDP gefordert werden. Wir haben ja ein munteres Ping-Pong-Spiel in der letzten Woche erlebt. Die Kanzlerin hat der FDP mal so ein kleines Zuckerchen hingehalten, hat gesagt, na ja, vielleicht, wir können ja drüber reden. Finanzminister Schäuble hat sich sehr klar ausgesprochen gegen die Möglichkeit von Steuersenkungen. Unsere Auffassung als Linke besteht darin, dass wir erstens eine solide Einnahmebasis des Staates brauchen, dass zweitens die Erfahrung mit Vorschlägen der FDP für Steuerentlastung für kleine und mittlere Unternehmen nichts anderes sind, als im Ergebnis Steuerentlastung für große herauszubekommen. Wir sind der Auffassung, dass eine wirkliche Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen nur dann entsteht, wenn der Steuerfreibetrag deutlich angehoben wird. Da schlagen wir die Zahl 9.300 € vor. Sollte es zu erheblichen Steuermehreinnahmen kommen, wie es ja im Augenblick prognostiziert wird von einigen, schlagen wir eine Drittelung der Verwendung dieser Steuermehreinnahmen vor. Der erste Punkt, das erste Drittel wäre die Rücknahme der Kürzung von Sozialleistungen, insbesondere die Rücknahme der Streichung des Elterngeldes für Arbeitslosengeld-II-Empfänger. Zweite Drittel Verwendung für Investitionen und das dritte Drittel zum Schuldenabbau. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir eine der höchsten Netto-Neuverschuldungen im Haushalt zu bewältigen haben.
Die Diskussion, die es jetzt gibt über die Absenkung des Rentenbeitrages, können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Wir sind der Auffassung, dass alles, was über gut gefüllte Rentenkassen gesagt wird, noch ein weiteres Argument dafür ist, die Rente nicht erst ab 67, sondern ab 65 auszuzahlen. Vierter Punkt, die Partei Die Linke hat am Wochenende in Hannover, also insbesondere am Sonntag, eine Beratung mit den Kreisvorsitzenden unserer Partei durchgeführt. Wir hatten alle Kreisvorsitzenden eingeladen. Weit über 200 sind dieser Einladung nach Hannover zu dieser eintägigen Beratung gefolgt. Eine wichtige Botschaft für uns von dieser Vorsitzendentagung ist, dass uns unsere Mitglieder auffordern, uns auf die wichtigen Themen zu konzentrieren, für die die Partei Die Linke auch gewählt worden ist. Im Jahr 2009 zur Bundestagswahl, zu Landtagswahlen, nämlich für mehr Gerechtigkeit in diesem Land einzutreten, endlich den gesetzlichen Mindestlohn durchzusetzen, für eine vernünftige Außenpolitik zu sorgen, insbesondere die Rückkehr der Bundeswehr aus Afghanistan zu erzwingen und dass wir uns auf diese wichtigen Punkte konzentrieren sollen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns nach völlig neuen Zielen erst umschauen werden, wenn wir diese Ziele, für die wir schließlich gewählt worden sind, auch erreicht haben. Ein Punkt, den wir natürlich auch ganz zentral mit besprochen und behandelt haben, ich habe es ja eingangs gesagt, die Frage, wie ist die Haltung der Grünen zu bewerten, was den Atomausstieg betrifft. Für uns ist auffallend, dass die einzige Partei, die die Frage stellt, wer soll eigentlich die Energiewende bezahlen, die Partei Die Linke ist. Alle anderen tun so, als wäre das aus der Portokasse zu bezahlen. Das hat ja damals mit der deutschen Einheit schon nicht geklappt. Und wir sind der Auffassung, dass die Atomkonzerne, die Energiekonzerne, die ja riesige Profite in den letzten Jahren gemacht haben, unbedingt diese Energiewende mit bezahlen müssen. So viel zum Thema Partei Die Linke. Eine Ergänzung vielleicht noch. Wir haben, das haben Sie ja auch bestimmten Meldungen entnommen, in der vergangenen Woche hier auch im Haus ein Frauenplenum der Mitglieder der Bundestagsfraktion gehabt. Hier gibt es Diskussionen um die Frage, soll es endlich zur Wahl einer Doppelspitze auch in der Fraktion kommen? Hat sich wohl herumgeschwiegen, dass viele Namen, wohl 10 an der Zahl, als mögliche Vorsitzende der Fraktion ins Gespräch gebracht wurden. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Geschäftsordnung unserer Fraktion im Bundestag vorsieht, dass der Vorschlag für die Fraktionsspitze von den Parteivorsitzenden kommt. So viel. Dankeschön.